Hallo und herzlich willkommen zurück zu Medieval Dynasty, meine Lieben. Ich bin die Heartbeat Gaming. Wenn euch gefällt, was ihr seht, dann lasst mir doch ein Like da, lasst mir einen Kommi da oder vielleicht auch ein Abo. In der letzten Folge, ne, habe ich gesagt, ich mache die Quest hier bei dem Dagobert fertig, damit der halt eben diese diesen Palisadenzaun bauen kann wegen den Wölfen. Aber ich habe mir gedacht, ich musste ja zurück, weil es Nacht wurde, ne, und da habe ich mir gedacht, wenn du zurückgehst, dann... Ja, dann schlägst du die fehlenden Bäumchen noch schnell und dann machen wir die Quest zusammen, denn das muss nicht sein, dass ihr hier jetzt irgendwas verpasst. Jetzt bleib doch mal stehen, ich will dir doch deine letzten Bäumchen hier geben. So, mal gucken. Was? Darauf wette ich. Was? Du sollst dich bereuen, sprich mit Mathilda. Ach, ich rieche etwas in der Luft. Ich hoffe, dass es ist, was ich denke. Mein Magen ist leer, meine Hände schmerzen. Ja, klar, bei 40 Rundhölzern. Gelle. So, dann werden wir jetzt zu... Weg da. Zu Mathilda gehen, werden uns da unsere Belohnung abholen. Jetzt muss ich nur erstmal gucken, wo die Uschi ist. Nö, hier ist sie nicht. Ist das hier irgendwo angezeichnet? Natürlich nicht, ne? Aber ich weiß, dass die ein einzelnes kleines Häuschen hat, wo die... Dingsbums, die hat da einen Webstuhl. Und... Vielleicht hier? Yes, yes, yes. Hier, Mathilda. Aha. Du musst nach der harten Arbeit halb verhungert sein. Hier, eine herzhafte Suppe. Njam, njam, njam. Das riecht lecker. Kann ich das Rezept haben? Nun, es ist ein Familiengeheimnis. Schäm dich. Trotzdem danke für die Mahlzeit. Warum soll sie sich denn da schämen, wenn sie ein Rezept nicht rausgeben will? Nun gut, jetzt muss ich gerade mal gucken, wie viel Uhr wir haben. Es ist 10:30. Gut, wir werden jetzt zurück nach Hause laufen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo sind wir denn überhaupt daheim? Wo geht's denn nach Hause? Ich habe überhaupt keinen Plan. Wartet, ich muss tatsächlich auf der Karte gucken. Ne, da lang. Jo, hier geht's lang. Ne, wer mich kennt... Ihr wisst, ich habe keinen Orientierungssinn. So auch hier nicht. Auch wenn das alles wunderbar ausgeschildert ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, nö, ich habe keinen Orientierungssinn. So, jetzt machen wir uns nach Hause. Was haben wir denn eigentlich? Was ist denn eigentlich für ein Monat? Beziehungsweise, was für eine Jahreszeit? Lasst mich mal gucken. Nee, wo sehe ich denn das? Management? Hallo? Technologie doch sicherlich auch nicht. Kein Plan. Weiß ich jetzt gerade nicht. Weil ich habe nämlich... Ja, ist doch alles gut, junger Mann. Ich habe nämlich vor, mit euch... jetzt habe ich gerade, da liegt was auf dem Weg. Mit euch... heute mal so ein bisschen Gartenbau zu betreiben. Ne? Weil deswegen frage ich nach der Jahreszeit, denn ich weiß es einfach nicht mehr. Ist das Sommer oder was? Das sieht aus wie Sommer. Ich habe aber keinen Plan. Und ich weiß auch nicht, ob das dann jetzt noch geht. Denn ich habe mir gedacht, wir legen unser erstes Feld an. Ne? Weil wir müssen ja dann auch schließlich für Nahrung sorgen. Und man kann ja Fleisch mit Gemüse kombinieren, ne, im Lagerfeuer, weil der Topf, der da drüber hängt, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt, da kann man nämlich schöne Suppen machen oder ja, Eintöpfe halt eben und die ist dann sehr viel nahrhafter, die Nahrung, als wie so ein Stück einfach nur gebrutzeltes Fleisch vom Grill. Alter Schwede, habe ich mich jetzt verlaufen? Nein, habe ich nicht. Ich sehe nur, ach, da vorne sind unsere Butzen. Wunderbar. So, dann müssen wir mal gucken. Das würde ich nämlich echt gerne machen, ne, damit wir wirklich auch was anderes zu essen bekommen. Also wir haben hier unser Wohnhaus und wir haben schon die Werkstatt. Mein Gott. Aber da würde ich sagen, wir bauen uns mal eine Hacke. Da muss ich mal gucken. Ne, genau.
Wir brauchen ein Rundholz. Gut, dann müssen wir halt eben jetzt mal... Nee, wo ist denn die Axt? Auf der 2 liegt die. Müssen wir jetzt tatsächlich mal ein Bäumchen kloppen? Wartet. Oh, hier steht uns unsere Falle. Und die ist jetzt auch kaputt. Na, super. So, dann machen wir jetzt mal eine Hacke und dann legen wir schon mal ein Feld an. Dann müssen wir nach Kostovia? Ich glaube, so heißt das nächste Dorf. Und müssen uns Dünger kaufen und müssen uns Saatgut kaufen. Wobei ich nicht weiß, was sind die denn alle jetzt hier da? Was für Saatgut wir uns kaufen, weil ich habe nämlich keinen Plan, ob das Geld überhaupt reicht. Und jetzt können wir noch nicht mal mehr laufen. Super! Ich baue schon mal gleich eine Hacke, wartet mal. Eine Hacke. Dann ist schon mal ein Baum weg. So. Ja, wir können trotzdem nicht laufen. Okay. Gut, und die anderen, ich weiß gar nicht. Wir müssen jetzt da 3 Rundhölzer im Inventar haben, weil ich habe die, glaube ich, passend geschlagen für den Dagobert. So, da das die Werkstatt ist, mach mal, ja, 3 Rundhölzer. Zack, dann sind die weg. Ich mache auch mal das Leder hier rein. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Und die Federn, das gehört zwar alles nicht hierher, aber was wir jetzt mit uns rumschleppen, ne, das erleichtert uns ja. 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 Ihr wisst schon, was ich meine. So, wie viele Münzen haben wir denn? 237. So, jetzt will ich mal gucken, wo die Hacke hingekommen ist. Hölzerne Hacke legen wir auf die 4. Und dann müssen wir jetzt mal gucken, wo machen wir denn ein Feld hin? Machen wir einfach eins neben das Haus hier erstmal. Muss ja nicht groß sein, nur dass halt eben so ein bisschen was da ist erstmal. Warte, dazu muss ich das machen. Muss ich das machen und das machen. Jetzt will ich mal gucken. Das ist alles so ein bisschen schräg angelegt hier. So. So, 1, 2, 3, 6, 9. Das reicht. Ja, Feld- und Getreideanbau. Felder können mit einer maximalen Größe von 16 auf 16 erstellt werden. Die individuelle Feldsteuer hängt von der Größe der einzelnen Felder ab. Um darauf etwas anbauen zu können, muss es zuerst mit einer Hacke pflügen. Zur Aussaat wird geeignetes Saatgut benötigt. Der Beutel ist ein Werkzeug für die Aussaat und es gibt ihn für jede Art von Saatgut oder Dünger. Du kannst die Beutel selber in einer Näherei herstellen oder kaufen. Das Sammeln von Feldfrüchten und Gemüse verringert den Nährwert des Feldes. Der Wert kann aber durch Ausbringen von Dünger erhöht werden. Der Dung wird von Schweinen produziert, wenn sie gefüttert werden. Dieser kann vom Boden aufgesammelt werden. Okay. Und wenn ich recht informiert bin, wieso habe ich denn jetzt die Axt in der Hand? Nee, die 4. Braucht man im ersten Jahr noch nicht zu düngen. Ja. So habe ich das in Erinnerung. Es ist toll, dass es jetzt wieder schüttet wie aus Eimern. Ach, komm schon. So. Unser erstes Feld. Dann laufen wir jetzt nach Kostovia und schauen mal, was es da für Saatgut gibt. Ich glaube, in erster Linie wird eine Fliege. in erster Linie werden wir jetzt erstmal wohl Zwiebelsamen kaufen. Weil bei dem Händler, beziehungsweise bei der Händlerin, bei der Adelina, glaube ich, ja, da steht nicht dabei, zu welcher Saison welches Saatgut gepflanzt werden oder ausgebracht werden kann. Das finde ich ein bisschen schade, aber wenn es so ist, ist halt eben so. Alles klar, Essen und Trinken ist noch gut. Alter, das schüttet schon wieder wie aus Kübeln hier, echt. Okay. Kann man denn unterwegs irgendwas sammeln? Warte mal, Steinmesser. Na, ich weiß nicht. Ich glaube, unser Geld reicht für Saatgut erstmal.
9 waren das, ne? Also brauchen wir Säuen. 9 Zwiebelsamen. Und ich versuch's, oder wir kaufen auch den Dünger dazu. Und ich versuch's erstmal ohne Dünger. Dann können wir den Dünger nämlich in die Kiste legen fürs nächste Mal. Na, ansonsten müssen wir den Dünger auch drauf tackern. Ist das euer Ernst? So ein Scheißwetter. So, dann mal gucken. Adelina. Ich habe hier außerdem auch eine Quest. Was ist denn das? Erfolgreiches Flirten? Nee, was, wer will hier was von mir? Wartet mal. Das ist da bestimmt Alvin oder wie der heißt. Warte mal. Alvin. Hallo, mein Name ist Rasimir. Hallo. Hallo, ich bin Alvin. Ich kenne dich nicht. Bist du neu hier? Haben wir mit dem noch gar nicht geredet? Ich kam aus dem Süden hierher. Ich bin auf der Suche nach einem neuen Ort für mich, wo ich ein neues Leben beginnen kann. Nun, viel Glück. Langweilt es dich? Nee. Jeden Tag bearbeite ich Felder. Tatsächlich mache ich jeden Tag dasselbe. Jahr für Jahr. Ja, junger Mann. Ne? Langweilt dich das nicht? Wenn ich du wäre, würde ich vor lauter Langeweile sterben. Natürlich langweilt es mich. Wie lange kann man im Leben immer wieder dasselbe tun? Aber die Familie braucht meine Hilfe. Und ich gebe mein Bestes. Ja, also das glaube ich dir auch super gerne. Und das bezweifle ich auch überhaupt nicht. Habe ich dich beleidigt? Entschuldigung. Es ist in Ordnung. Obendrein ist der Griff meiner verdammten Sense gebrochen. Jetzt dauert die Ernte noch länger. Ich glaube, ich weiß, wie ich dir damit helfen kann. Ich bin bald zurück. Okay, eine neue Quest. Wartet mal, können wir den jetzt sogar schon gleich abschicken, weil wenn ich mich recht entsinne, will der nur ein Stöckchen haben. Warte mal. So, hallo. Verwende das hier als neuen Griff. Gib ihm einen Stock. Ja? Machst du Witze? Wie soll ich das benutzen? Gib mir die Sense, ich zeig dir, wie man das macht. Okay, du hast mich überrascht. Du bist eine Art Handwerker, hm? Wie hast du gewusst, wie man das macht? Ich weiß, wie man einige einfache Dinge herstellt. Wir lernen jeden Tag etwas Neues, nicht wahr? Ja, sieht ja, man lernt nie aus, ne? Vielleicht. Ich bin ein Landwirt wie mein Vater und ich kenne sonst nicht viel. Man weiß nie, wann sich etwas in seinem Leben als nützlich erweist. Immer dieses Verdrehen von den Antworten und Fragen. Ne? Warte. Jedenfalls danke für deine Hilfe. Ich sollte wieder an die Arbeit gehen. Sicher, der Roggen schneidet sich nicht von selbst. Bis nachher. Supi. Ja, tschüss. Sehr cool. Haben wir da eine Quest gemacht jetzt? Was haben wir da jetzt so gehagelt? So, und jetzt gehen wir aber zu Adelina und gucken nach Zwiebelsamen oder so. Will ich echt das mal gucken? Adelina. Wo wohnten die? Die wohnt. Nein. Die wohnt hier unten. Geh mal weg oder läuft sie nicht gerade sogar hier rum? Warte. Da. Adelina, hier ist sie doch. So, meine liebe Adelina. Zeig mir mal deine Ware. Ja. Da frage ich mich. Dann nehmen wir von den Zwiebelsamen, nehmen wir 9. Zack. Warte. 6, 7, 8, 9. Das kostet uns 90. Und ich würde sagen, wir nehmen vorsichtshalber tatsächlich auch 9 Karottensamen mit, weil ich wirklich nicht weiß, was wir jetzt säen können. Zwiebelsamen oder Karottensamen. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier auch mal 9. 6, 7, 9. So. Gut, jetzt haben wir nur noch 57. Dann wird es jetzt... mit dem Dünger wird es jetzt knapp. Alles klar, meine Liebe. Aber... wie gesagt, wenn ich mich recht entsinne, muss man im ersten Jahr nicht düngen. Und wir sind ja im ersten Jahr. So, aber ich sehe gerade... ach nee, habe ich falsch gesehen, ne? Ich habe Lesebrille auf, ne? Weil das mittlerweile, muss ich das haben, sonst sehe ich diesen blöden Monitor schon nicht mehr. Aber ich sehe die Zeitanzeige von meinem Aufnahmeprogramm auf die Entfernung mit dieser Brille nicht. Ohne Brille sehe ich das. Aber mit der Brille sehe ich das nicht.
Und da habe ich jetzt echt gedacht, wir wären schon wieder fertig. Aber das sind wir noch nicht. Nein, 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 nein. Das sind wir noch nicht. Und deswegen machen wir jetzt schön weiter. Und ich muss mal gucken, wir müssen auch ein Beutelchen haben. So ein kleines Lederbeutelchen müssen wir uns bauen. Sonst können wir die Saat nicht aufs Feld bringen. So, lauf mal ein bisschen schneller hier. Es wird ja schon wieder Abend. Ich stürze mich hier gleich mal ins Wasser. Wartet mal. Ich muss mal hier so ein bisschen mir was hier die Binde kippen. Ja, so war das im 16. Jahrhundert, ne? Oder wo auch immer sich das Mittelalter aufgehalten hat. Ja, da konnte man noch aus dem Fluss saufen, ne? Und hat sich dann gewundert, wenn man sich die Buchse voll gebrunzt hat, ne? Weil man Durchfall hatte wie Drecksau. Deswegen finde ich das schon sehr, ja, denkwürdig, dass man hier einfach aus Flüssen, Bächen und Seen saufen kann. So, und mal gucken. Ich will das mal gucken. Haben wir schon so eine kleine Tasche gebaut? Haben wir noch nicht, ne? Guck mal, hier haben wir die Suppe von der Mathilda. Sehr geil. Super cool. So, Trockenfleisch. Ich würde sagen, das essen wir gleich mal. Dann ist es nämlich weg. Wir haben noch 3 Fleisch auf der Tasche. Weil das muss auch gebrutzelt werden. Aber nein, wir haben noch keine kleine Tasche. Und jetzt habe ich gerade gesehen, wartet mal. Wir haben ein Leder und wir brauchen 3 Leder für so eine Tasche. Ja, da hat die liebe Heartbeat schon wieder vorgegriffen. Oder haben wir zufälligerweise was an Ressourcen bei uns hier schon in der Kiste drin? Wir haben da 3 Leder drin. Wie geil ist das denn? Und 3 Rundhölzer liegen hier auch noch. So, komm, gib die 3 Leder her. Alter Schwede. Wie geil ist das denn? So, hier, Tasche. Und jetzt passt auf, jetzt liegt so eine blöde Tasche in der Kiste und ich habe sie nicht gesehen. Nein. Nein, 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 nein. Wunderbar. So, warte, mach mal auf hier. Das muss man ausrüsten. Das machen wir dann auch die 5. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich sehe nicht mehr. Nee, Leute, kommt, wir gehen erstmal ins Bett. Das geht so gar nicht. So, komm, pennen gehen. Das wird's ja nicht. Das sehen wir ja nicht. Und eine Katze haben wir hier nicht, die wir uns vor die Beine binden können. So. Alles klar. So, dann rüsten wir jetzt mal die... das Beutelchen aus. Ungepflügtes Feld. Wartet. Ich mach dann doch mal die Hacke. Also brauchen wir doch Dünger. Dann ist das eine absolute Fehlinformation gewesen, die ich hatte. Wartet mal. Die Hacke ist auf der 4. Nee, hier können wir nichts machen. Wir brauchen tatsächlich Dünger. So, und weil wir Dünger brauchen, super Sache, muss ich jetzt erst Steine sammeln. Steine. Stöcke habe ich gesehen, habe ich 100 und Apps in der Kiste. Wartet mal. 146 Stöcke habe ich in der Kiste. Und das sind 14,6 Kilo. Habe ich dann ein Rad ab? Und hier sind Steine. Steine. Da kriegen wir, warte mal, da kriegen wir 3 Messer. Die nehme ich mal 3 Stück raus. Oder kommt mal her, wir können... Nehme ich 3 Stück raus? Ich habe da einen Knall, habe ich doch, ehrlich. Die nehme ich jetzt alle raus. Ja, und wir sind voll überladen, ne? Und dann würde ich sagen, mach mal von den Stöcken was raus. Weil das geht ja gar nicht hier. Das geht ja gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Raus damit. So, jetzt sind wir gerade bei 30. Ach, komm, hör doch auf. So, 7 Steine. Wenn wir jetzt noch einen Stein finden, könnten wir zumindest schon mal 4 Steinmesser machen. Jetzt können wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen. So ist das mit der Planung, ne? Planlos geht der Plan los, das sage ich euch. Gut, aber wir haben einen neuen Tag. Und ich würde sagen, ja, wir sehen unser Feld das nächste Folge. Hilft dir alles nichts. Es tut mir super, super leid. Aber es ist jetzt nun mal, wie es ist, ne? Ich habe echt gedacht, dann frage ich mich, was das... Hat Heartbeat wieder nicht richtig hingehört oder nicht richtig gelesen. Anders kann ich es mir nicht vorstellen.
Gut, meine Lieben, dann zum nächsten Mal Felder sehen und danke fürs Zuschauen. Ciao.